Erzähl uns doch nochmal, was du auf deinem Plakat forderst und warum. Einerseits wäre da das Verbot der GPS-Überwachung, weil es ist wirklich so, der Chef sieht, wo ich bin, wie viel Fahrzeit ich habe, welchen Gang ich drin habe, wie schnell ich bin. Und das heißt quasi, wenn man eine Pinkelpause eigentlich dauert was länger. Und dann trägt der Chef an, ja, immer, wo hast du was mit der Blase oder was? Und das kann ich aus eigener Erfahrung bestätigen, dass die GPS-Dauerüberwachung dafür genutzt wird, als Druckmittel, um einfach den Fahrer noch mehr einzuheizen. Und das ist natürlich einfach auch ein Riesenproblem. Wenn wir diese GPS-Überwachung abschaffen könnten, wäre einfach ein Problem gelöst, dass der Druck auf die Fahrer verringert wird. Denn es ist wirklich so, du hast diese gesetzlichen Lenk-Ruhezeiten. Meinetwegen, du hast eine 11-Stunden Ruhezeit auf einem überfüllten Parkplatz. Es ist wirklich so, du hast zwar deine Pause vorbei, 11 Stunden, aber du bist überhaupt nicht ausgeschlafen. Ne? Und dann ist es wirklich teilweise so, dass dann der Chef oder Disponent sieht das dann und sagt, hör mal, warum fährst du nicht weiter? Ja, und das ist natürlich ein Problem, das wir angehen müssen. Und wie ist es jetzt in der Corona-Zeit für euch? Was schön ist, dass die Straßen schön leer sind, aber das Problem ist, wir kommen irgendwann durch den B&N-Ladestellen, dürfen die sanitären Einrichtungen, sprich Dusche und Toiletten, nicht benutzen. Uns werden da teilweise auf dem Hof werden uns Dixi-Klos hergestellt, die nach ein paar Mal benutzen, nicht mehr zu benutzen sind. Und da fehlt teilweise so die Seife. Und es ist teilweise so, dass Anfang der Corona-Krise viele Raststätten geschlossen haben. Das heißt, teilweise konntest du eine Woche nicht durchgehen, musst da wirklich auf gut Deutsch gesagt in den Wald kacken gehen. Letztens gab es einen Bericht von Kaffa Club Gold Deutschland. Da hat ein Fahrer berichtet, der war in Schweinfurt auf dem Autohof und konnte keine Dusche benutzen. Ja. Kann sich mal vorstellen, den ganzen Tag im LKW und dann abends bist du voll geschwitzt und dann willst du eine Dusche einlegen, kannst du nicht nehmen. Dabei wird uns LKW-Fahrern das Grundrecht auf körperliche Unversehrtheit genommen. Ich bin ja eigentlich gegen dieses Heldengequatsche. Ne? Ich finde, da liegt immer der Heldentod nahe und dass man sich opfert. Davon sind ja eigentlich hauptsächlich jetzt Krankenschwestern und Einzelhandelsleute betroffen. Die werden jetzt als Helden sozusagen abgeklatscht. Aber ihr werdet im Grunde mehr oder weniger auch vollkommen vergessen, oder? Das ist allgemein so, dass wir vollkommen vergessen. Wir arbeiten im Hintergrund. Die Leute bekommen ja jetzt ja nur mit, dass sich die Leute in den Supermärkten sich den Arsch aufreißen. Aber was dahinter steckt, wie die Waren überhaupt in den Supermarkt gerade reinkommen, das verstehen die wenigsten. Die in Deutschland haben meiner subjektiven Empfinden nach haben viele vergessen, dass ohne uns LKW-Fahrer überhaupt nichts funktioniert. Leute sehen den fetten LKW, der Elefanten rennt, wo sagt, auf der Autobahn und denken sich, ah, das scheiß fette Teil, das die Umwelt verschmutzt und hast die Straßen verstopft. Aber dass ohne uns überhaupt nichts läuft, das haben die meisten wahrscheinlich vergessen. Ich meine, es gab ja in der Geschichte mächtige LKW-Fahrer-Gewerkschaften, also ich denke vor allen Dingen an die Teamsters in den USA. Was denkst du, warum ist die Lage der Leute so beschissen und ist auch die Organisierung so mangelhaft? Woran liegt das eigentlich? Ich glaube, wir einfach immer mehr unter Zeitdruck stehen. Es ist wirklich so, dass jeder Kollege nur noch daran denkt, dass das schnell wirklich vom Fleck kommt. Also früher war es so, wenn ein Kollege eine Reifenpanne hatte, also 6, 7 andere Kollegen direkt angehalten haben den Reifen, welches da brauchst du nicht mal das Warnzeichen aufzustellen. So, und heutzutage ist es teilweise so, dass die von derselben Firma an dir vorbeifahren. Und das ist wirklich die Solidarität unter den Kraftfahrern hat nachgelassen. Die Organisation gestaltet sich äußerst schwierig, weil 80% aller Lkw-Fahrer unter Kleinunternehmen beschäftigt sind. Und da ist es natürlich äußerst schwierig, da was zu organisieren. Und teilweise und im Fernverkehr ist es auch echt ziemlich schwierig, mit den Kollegen in Kontakt zu treten, weil wenn du dann abends dich auf deinen Parkplatz stellst, und da deine Ruhezeit einlegst, dann weißt du auch häufig nicht, okay, sind die Kollegen jetzt am Pennen, sind die am Knacken oder sind die am Fernsehen gucken? Das ist halt ziemlich schwierig, da was in Gang zu bringen. Aber dieses Einzelkämpfertum, dieses Entsolidarisierte, woher kommt das denn? Ich sag mal, Ende der 90er Jahre wurden die Frachttarife abgeschafft. Früher war es so, du hast einen festen Frachtpreis gehabt, meinetwegen von Gelsenkirchen nach München gab es 1000 Mark. Das wurde abgeschafft und haben sich die Spediteure überlegt, okay, komm, jetzt können wir richtig Knete machen. Ja, hat die Industrie gesagt, nee, hier, jetzt drücken wir richtig schön die Preise runter. Ne? Ich hab meinetwegen 23.000 Stahlträger, die müssen von München nach Hamburg. Spedition Müller sagt, okay, ich fahre für 1.200 Mark. Da kommt die Spedition Schmidt, sagt, nee, wir fahren für 1.000 Mark und so weiter und so fort. Und auch die außereuropäischen Fahrer, die teilweise wirklich bis zu 4 Monate am Stück in der Fahrerkabine verbringen, wirklich auf 4 Quadratmeter und da kann man schon fast von Freiheitsberaubung sprechen. Das ist im Prinzip nichts anderes. Und die sind halt überwiegend Westeuropa unterwegs zu Dumpingpreisen. Und das ist halt der Grund, warum die Löhne hier in Deutschland und in Europa komplett kaputt sind.
Ja, danke für das interessante Gespräch und wir sind gespannt, auch mehr von zu erfahren. Ein Gruß an deine Kollegen auf der Landstraße, vielleicht auch von dir. Was wünschst du dir fürs nächste Jahr und was wünschst du dir zum 1. Mai? Ich wünsche mir einfach, dass man als LKW-Fahrer keinen Zeitdruck mehr hat, dass man nicht Angst haben muss, okay, was ist, wenn ich den Termin nicht einhalte und so weiter und so fort. Ich wünsche mir einfach, dass man, wenn sich die Fahrzeit zu Ende neigt, dass man sich keine Gedanken darum machen muss, okay, wo kann ich meinen LKW hinstellen, sondern nicht 2 Stunden wie so ein Bekloppter die Rastanlagen abfährt, um einfach nur um seine 18,75 Meter, beziehungsweise seine 16,50 Meter irgendwo hinzustellen. Und das ist einfach etwas, das einfach nur sein kann. Und ich wünsche mir einfach mehr Solidarität unter uns Kollegen. Wir sind eine Zunft. Egal welche Firma, egal welche Spedition wir sind, auf der Straße sind wir alle Kollegen. Das müssen wir uns wieder einigen. Wir sind die Ader der Wirtschaft. Wir haben das Zepter in der Hand. Wenn wir unsere Sachen in die Hand nehmen, dann kann uns kein Kapitalist irgendwelche Rechte wegnehmen. Wir sind wirklich für die soziale Bewegung spielen wir eine ganz entscheidende Rolle. In dem Sinne, macht's gut. Wow.